Hier, was haben wir denn da? Über Feldpflanzen. Ein Herbarium. Natürlich, hier. Ja. Das Buch hat gerade 200 Ohren gekostet, Alter. Über Bargästen. Das Buch der Tiere über Hunde und Wölfe, Sumpfungeheuer, ertrunkene Tote und blöde Tiger, okay. Aber auch, das kostet auch 200, Alter. Wie teuer kann ein Buch sein? Ich meine, Bücher sind toll, aber so teuer, was? 4, ja, hast ein bisschen Nierenfett dafür. Und Schwarzpulver. Und Salpeter. Ja, alle. Alles weg. Weg. Alles muss raus. Gänseschmalz kannst du auch haben. Hunde und Wölfe brauche ich ehrlich gesagt nicht. Sumpfungeheuer wäre schon interessant. Und Bargästen. Barkästingenen. Menden. Weinstein. Verkaufspreis nicht interessiert. Aha, na dann. Das kann ich auch verkaufen. Ist alles nur 1 oder 15 Ginatzsäure. Okay. Sumpfungeheuer wäre definitiv interessant. Ach komm. Machen wir. Dann können wir nämlich den anderen Auftrag auch abschließen und bei Gästen bisher, also Köpfe, können wir ja wertvolle Zutat, 5 jeweils, ne? Alles klar. So, Inventar, rechte Maustaste, um zu lesen. Das Buch beschreibt weiße Myrte, Nieswurz, Schöllkraut, Balissa, Krähenauge, Berberrohr und Seewand. Pilze. Es ermöglicht es, aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Zutateneintrag hinzu. Ach, wie schön. So, Sumpfungeheuer. Hier. Das Bestiarium beschreibt Sumpfungeheuer, ertrunkene Tote und Blödtiger. Es bietet Informationen über Methoden, mit denen sie zu bekämpfen sind und über alchemistische Zutaten, die sich aus den Kadavern dieser Ungeheuer gewinnen lassen. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Eintrag im Bestiarium hinzu. Einen? 3, wenn ich mich nicht verzählt habe. So. Folgendes. Was haben wir denn hier? Zutaten. Okay, ich glaube, die Zutaten lese ich nicht vor. Ungeheuer. Alter, wie hässlich bist du denn? Okay. Blödtiger. Oder Blutsauger könnte man wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich eher so die korrekte Übersetzung. Vorkommen, Sümpfe und Marschen. Immunität, immun gegen Gift, geringe Resistenz gegen Lähmungsversuche. Anfälligkeit, empfindlich gegen Silber und Feuer. Der starke Kampfstil ist besonders wirkungsvoll gegen Blutsauger. Erfahrene Hexer warnen davor, im Kampf gegen mehrere Blutsauger den Gruppenkampfstil anzuwenden. Okay, also nicht den Gruppenkampfstil anwenden. Sondern alle einzeln bekämpfen, dass immer nur einer Schaden kassiert und mir die anderen 2, wenn es jetzt 3 sind, in den Rücken fallen können. Klingt unlogisch, okay, machen wir aber. Ein sterbender Blutsauger explodiert und lässt Asche auf seinen Gegner regnen. Ein geschickter Hexer kann das Monster töten und der Explosion ausweichen. Monstrositäten, Lymphe, Albas, Kristalle und Blutsaugerblut. Blödtiger, ein groteskes Ungeheuer aus den Sümpfen, verbreitet Angst und Schrecken unter den Bauern. Es spritzt Verdauungssäfte in offene Wunden noch lebender, um sich dann an den halbverdauten Eingeweiden gütlich zu tun. Viecher, denen ich hoffentlich niemals begegne. Wahrscheinlich schneller, als es mir lieb ist. Ertrunkene Tote. Vorkommen, die ertrunkenen Toten sind Kreaturen der Nacht. Sie kommen an Ufern von Teichen, Seen und Flüssen vor. Immunität gegen Blüten, Blenden und Vergiftungsversuche. Sie sind furchtlos immun gegen Lähmungsversuche und das Zeichen Axi. Anfälligkeit, empfindlich gegen Silber und anfällig gegen Niederschlagversuche. Der schnelle Kampfstil ist am wirkungsvollsten gegen die ertrunkenen Toten. Erfahrene Hexer wenden im Kampf gegen mehrere ertrunkene Tote den Gruppenkampfstil an.
Diese Kreaturen vergiften ihre Opfer mit Leichengift, greifen oft in Gruppen an. Alchemie, Leichengift, Ginatzsäure, Zunge ertrunkener Toter. Besonders starke und gefährliche Ertrunkene sind als ertrunkene Tote bekannt. Einfache Leute erkennen keinen Unterschied zwischen Ertrunkenen und ertrunkenen Toten. Eine Begegnung mit beiden verläuft gleichermaßen tödlich. Wir dürfen jedoch davon ausgehen, dass die düstersten Legenden über ertrunkene Bösewichte eher von den ertrunkenen Toten als von den Ertrunkenen handelt. Okay. Ertrunkener Vorkommen. Ertrunkene sind Kreaturen der Nacht. Sie erscheinen eine Alchemie, ertrunkenen Hirngewebe, Ginatzsäure, Leichengift. Ertrunkene sind Schurken, deren böses Leben im Wasser ein Ende fand. Sie sind lebendig ertrunken oder wurden nach ihrem Tod in tiefes Wasser geworfen, wo sie sich in rachsüchtige Kreaturen verwandeln, die den Bewohnern von Küstensiedlungen auflauern. Gut. Habe ich den Ertrunkenen einfach mal nicht vorgelesen, weil das so ziemlich dasselbe war wie, naja, der ertrunkene Tote halt, ne? Bis auf die Alchemie halt. So, das heißt vor den Toren dieser wunderschönen hier entlang. Was ist das? Balissa. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das gehört alles mir. So, haben wir hier Schöllkraut. Wunderbar. Weiße Myrte haben wir auch. Haben wir alles. Gefällt mir. Ja, mache. Ich werde es ihnen ausrichten, wenn ich sie treffe. Nicht so großspurig sein gerade. So, was haben wir denn da hinten? Da hinten, das sieht nochmal aus nach ein bisschen weißer Myrte, nicht wahr? Da hinten das? Ja. Das da hinten ist weiße Myrte. Was war das denn gerade? War das eine Katze oder ein Marder? So. Das war eine Katze. Okay. Da ist auch nochmal weiße Myrte. Danke. Ja, dann trink halt was. So, ich kann jetzt zu der Hexe zurückkehren. Da ist nochmal weiße Myrte. Nehme ich auch mit. Das Leben in der Armee ist hart. Aber zuerst schauen wir natürlich auch erstmal da rein. Ich bin gespannt, ob die jetzt möglicherweise böse auf uns ist, weil wir nicht da waren. Die gute... Wie hieß sie? Agnes? Vesna. Natürlich, Vesna. Was kann ich euch bringen? Hier. Vorerst nichts. Aber würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Ja, und vor einem Tag wolltest du dich noch mit mir nachts in einer verlassenen Mühle treffen und Dinge tun. Naja, gut, dann hier. Seid nicht zornig. Nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Nichts. Erstmal nichts. Bis später. Egal. So, Sultan ist hier. Wo ist jetzt eigentlich der Typ? Eine prima Gelegenheit, eure Verluste zurückzugewinnen. Hab ich versucht. Ah. Darum bin ich ja pleite. Neuigkeiten? Natürlich, hier. Ich habe euren Freund begraben. Traurig, wenn man so enden muss. Irgendwo in einem vergessenen Dorf. Es war ein anständiges Begräbnis. In dem Fall kann ich reinen Gewissens abreisen. Habt ihr nichts vergessen? Ach ja, hier, eure 200 Ohrens. Danke, endlich habe ich meine 200 Ohren. Ja, also ultralaute Quest-abgeschlossen Geräusche haben die schon immer gehabt bei The Witcher. Das ist toll. Wo ist eigentlich der Spieler? Reisender? Wer bist du denn? Antiquar? Bist du der Spieler? Ich mag alle, die bereit sind, ein Risiko einzugehen. Ah, ja. So, drei. Ach ja, hier, würfeln. Ich würfle mal. Zweier Drilling. Das ist nicht schlecht. Ich möchte erhöhen, ja. Ah, er hat aufgegeben. Schön. Würfeln. Ich habe ein Einserpaar.
Und mir fehlte theoretisch nur noch eine 4 auf eine Straße. Weil 1, 2, 3 und 5 habe ich schon. Yeah, straight. Nein, danke. Nächste Runde. Würfeln. Okay, 5er Paar. Was hab ich? 2 Paare? Ach ja, ein 4er Paar. Natürlich, hier. Erhöhen. Fünfer und Vierer, das heißt, die 2 würfel ich nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück. Nö, haben wir nicht, aber egal. Und er hat ein 6er Paar. Naja, auch nicht schlecht, ne? Spiel verlassen. Schön. Haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen. Habe ich jetzt die Quest auch weg? Hier. Ein Würfelspiel. Naja. Was soll ich da jetzt machen? Wie oft muss ich da jetzt spielen? Ich weiß es nicht. Egal. So. Sultan säuft schon wieder mit irgendjemandem. Da hinten wird sich immer noch fein geprügelt. Mehr oder weniger fein, besser gesagt. So. Schauen wir mal. Dann haben wir jetzt das, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Moment, jetzt habe ich mit ihr geredet, ich habe die Quest abgegeben und Würfel gespielt. Mehr wollte ich nicht machen hier. Sehr gut, dann kann ich das Tor öffnen und kann wieder zur Hexe zurückkehren. Ich finde es auch toll, dass der hier nach links weg drückt und das Tor nach vorne aufgeht. Das kann auch nicht jeder. Das ist auch eine Spezialhexerfähigkeit, das kann sonst niemand. Weil da braucht man jahrelanges Training für. Außerdem erfordert es sehr, sehr viel Kraft und vor allem sehr, sehr viel Geistesgegenwart und Konzentration. Das kann nicht jeder normalsterbliche Mensch tun. So. Die fegt hier schon wieder. Was wollt ihr? Ja, was werde ich wohl wollen? Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links, spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Wow. Was ist das denn? Alter, habt ihr die roten Flecken hier gesehen? Alvin, hi. Tolles Schwert. Ja, das finde ich auch. Tschüss. Offenbar können Türen aufgehen in diesem Spiel. Wunderschön, wunderschön. So, was haben wir denn da jetzt? Berengars Geheimnis. Er hat es bestimmt in die Schaft in die Stadt geschafft. Okay, das wissen wir ja. Quest aus Prolog anzeigen. Prolog haben wir ja schon hinter uns, ne? Jo. Kapitel 1 ist das da und Kapitel 2 ist das da. Ein Würfelspiel ist Kapitel 3 sogar. Interessant. Hier Kapitel 4, 5, 6. Oder Ende, besser gesagt. Okay. Interessant. Alle Quests. Was haben wir denn da? Ja, das haben wir ja schon. Da ist ein Siegel drauf. Das heißt, da stehen wir an, oder wie? Heißt das Siegel, dass wir... Ach, das ist eine Premierquest. Okay. Der Sud wird gebraut. Und nach einer Weile wieder hierher kommen. Barkist-Vertrag. Okay, das heißt, wir könnten theoretisch meditieren, bis es wieder nachts ist. Und dann ertrunkenen Hirne und Bargästenschädel holen. Mehr können wir eh momentan nicht machen, weil Ghule, von Ghulen haben wir immer noch keinen Eintrag. Ich könnte mich zwar an und für sich umsehen, was denn... Ja, aber es ist sonst niemand, der wirklich irgend sowas anbieten könnte, ne?
Weil normale Kaufleute haben ja solche Bestienbücher nicht. Hm. Ich frage mich übrigens gerade, muss ich überhaupt noch meditieren? Muss ich überhaupt noch meditieren, um zu warten, bis es nachts wird? Oh ja, doch, das muss ich. Oh ja. So, Medaillon. Warum trage ich eigentlich den Dolch mit mir rum? Ich kann ihn eh nicht verwenden. Ein Reisender, der reist aber schnell. Naja, egal, Reisende soll man nicht aufhalten. Ich gehe mal nach hinten zur Gruft, weil das ist das einzige Lagerfeuer. Ach nö, drin in der Siedlung wäre auch, also in den Mauern wäre auch noch was gewesen, wo man hätte können vielleicht am Lagerfeuer, naja, weißt du schon, so meditieren und so, ne? Ort der Macht brauche ich momentan, ehrlich gesagt, nicht. Feuerstelle. Machen wir an. Meditieren wir erstmal. Schön. Drei Kupfer. Bronze-Talente. Natürlich, Bronze. Hier. Machtverstärkung im Faustkampf brauche ich ehrlich gesagt nicht. Mutagen. Okay. Was haben wir hier? Gewandtheit. Das haben wir alles schon. Da brauchen wir auch ein Mutagen. Ausdauer. Was ist das da? Absorption. Energie aus Orten der Macht zu ziehen. Ja, können wir auch. Dauer des Alkoholrausches minus 50%. Als ob das so wichtig wäre. Ungeheuerwissen. Schön. Danke sehr. Ermöglicht es Geralt, Öle herzustellen. Das machen wir auch, weil Öle sind wichtig. Ein Talent haben wir noch. Und zwar für Igni. 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 So, Moment. Was haben wir da? Schüler. Erfordert Bronzetalent. Lehrling. Also kann ich das jetzt aufladen? Das ist ja toll. Das kann ich bei Art auch. So. Ich würde gerne bis zum Sonnenuntergang meditieren, wenn ich ehrlich sein darf. 4 Stunden. Machen wir. So. Hoffentlich ist dann schon dunkel. Ich hätte vielleicht 5 Stunden machen sollen. Naja, wir werden sehen. Bargests, Bestienfangzähne, Todesstaub, Ektoplasma, weißer Essig. Ghoulblut. Nice. Das heißt, wir können auch Ghoule farmen gehen. Wir können auch Ghoule farmen gehen. Graveer. Was ist ein Graveer? Ertrunkener? Na toll. Alter. Hätte ich gewusst. Hätte ich gewusst, dass wir das jetzt leveln können. Dann hätte ich mir niemals dieses Buch gekauft. Naja. Ich gehe da mal wieder rein und schau mal, ob wir noch ein paar Ghoule hier erwischen. Da liegt immer noch das Mädchen. Ich find's toll, dass sich da so formidabel drum gekümmert wird. So, haben wir hier ein paar Ghule? Hallo! Da hinten. Da ist ein Ghul. Wunderschön. So, Wolfskampfstil. So, Moment. Hier haben wir das jetzt. Hinter mir steht auch ein Ghoul, kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen jetzt immer mehr. So, haben wir das auch. Einmal, zweimal. Einmal. Okay, das ist ausgewichen, deswegen war da nichts. So, erstmal schön was wegtrinken. Hallo, jetzt. So. Geh mal wieder da zurück, wo ich im Licht bin. Und trink noch mal eine Schwalbe.
Folgen die mir? Nö, warum nicht?